Moin, liebe Top-Familie und liebe Semmer-Singer-Fans da draußen. Herzlich willkommen jetzt zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ja, ihr lest schon richtig. Herzlich willkommen jetzt zu einem Video, wo ich auf eure Kommentare reagiere. Denn ihr habt es ja mitbekommen, es gab nämlich ein tolles Video auf meinem Kanal, was bei euch auch sehr, sehr gut ankam. Nämlich, was sich bei The Masked Singer ändern sollte. Und dieses Video hat einfach mal 350 Aufrufe knapp. Also von daher finde ich sehr, sehr schön, wie dieses Video insgesamt auch eben bei euch ankam. Demzufolge, weil, und das möchte ich hier auch nochmal betonen, weil manche irgendwie geschrieben haben, vielleicht hier als auch bei anderen Formaten, wie zum Beispiel My Little Pony, möchte ich hier nur Folgendes sagen. Ich gebe nicht einfach nur immer so ein Herz. Das kann ich ja als YouTuber euch ja geben, weil mir ja auch eben der Kommentar gefällt. Und ich mag es, mich mit euch auszutauschen. Und ich lese mir wirklich jeden Kommentar durch. Manchmal wundere ich mich, Mensch, wie viel habt ihr geschrieben? Da wundere ich mich. Aber ich finde es dann immer interessant, was ihr dann auch zu gewissen Sachen schreibt. Sei es eben bei einer Serienreaktion oder eben auch bei The Masked Singer. Also deswegen, ihr könnt euch immer gewiss sein, ich lese mir auch jeden Kommentar durch, weil ich einfach wissen will, was euch eben gefällt, was euch nicht gefällt an Videos oder eben auch an Shows oder Serien, je nachdem. Da könnt ihr euch immer sicher sein. Also da braucht ihr jetzt keine Sorge haben, dass ich irgendwie einfach so ein Herz gebe. So von wegen, auch ich tue dem ja einen Gefallen. Nein, das zeigt, damit möchte ich euch zeigen, ich finde dein Kommentar toll. Danke für die Interaktion. Muss ich hier mal kurz erwähnt haben. Ja, wir reagieren hier nochmal gemeinsam drauf. Ich möchte eure Reaktion haben. Das heißt, ihr alle kommt ja auch in diesem Video vor, die bis dato auch eben dann in diesem Video auch eben kommentiert haben. Deswegen, lasst ihr gerne vorab einen Daumen nach oben da. Vergesst nicht zu abonnieren, auch die Glocke zu aktivieren. Es kommen natürlich mehr Special-Videos eben auch. Ihr könnt euch gerne auch wieder Videos wünschen. Ich werde euch weiter noch auf Masken reagieren, als auch noch natürlich gewisse Sachen ranken. Also von daher, da ist noch alles geboten. Ja, dann würde ich sagen, habe ich jetzt die ersten zwei, auf die wir jetzt hier gemeinsam reagieren werden, nämlich von Tina K. und Heath Gravity. Tina hat geschrieben, ich finde die Staffel, in der Alexander gewonnen hat, hatte die beste. Er ist zwar als Sänger bekannt, aber er hat eine Schauspiel-Musical-Ausbildung gemacht. Da kann man vom reinen Sänger auch nicht mehr so ausgehen und er hat auch unterschiedliche Facetten gezeigt und Mülli gut verkörpert. Ich antworte nur nicht immer, aber jetzt kann ich ja auch nochmal so mit euch dazu interagieren. Bei ein paar Punkten stimme ich dir vollkommen zu. Nummer 1. Da kann man vom reinen Sänger nicht mehr ausgehen, weil er eine Schauspiel-Musical-Ausbildung gemacht hat. Stimme ich dir zu, beim Musical brauchst du natürlich, hast du ganz, ganz andere Anforderungen. Deswegen, weil du studierst ja Schauspiel-Musical-Tanz. Das gehört ja alles mit dazu. Und dadurch, dass er das gemacht hat, finde ich nicht, hat er zum Beispiel damals bei Let's Dance irgendwie einen großen Vorteil, weil Standard- oder Lateintänze auch nochmal was anderes sind. Das gleiche auch hier bei The Masked Singer, dass er auch eben, und das stimme ich dir auch zu, er hat unterschiedliche Facetten gezeigt, zwar, da stimme ich dir zu, und Mülli gut verkörpert. Er hat ja selbst gesagt, wenn er diese Maske aufhat, macht es was mit ihm. Aber beim ersten Punkt würde ich dir nicht zustimmen. Ich finde die Staffel, in der Alexander gewonnen hatte, die beste. Wenn man nur von ihm ausgeht und wer auch die Maske verkörpert hat, dann ja, mit. Aber all in all würde ich sagen, nein. Weil wir erinnern uns daran, wer war alles im Finale? Vier Profis dann in dem Sinne doch per se. Neben ihm ja noch Sandy Mölling, Christina Stürmer und Caroline Niemczyk.
Das sind alles Profis gewesen. Axolotl im Halbfinale ausgeschieden, die das grandios gemacht hat, die Andrea Sawatzki. Und deswegen nur beim ersten Punkt würde ich dir jetzt persönlich nicht zustimmen, bei den anderen Sachen ja. Dann haben wir, ja, da haben wir fast dieselben Gedanken. Ich habe mir auch schon mal überlegt, entweder mal eine Staffel ganz ohne Profisänger oder noch mal etwas anderes, nur einen Musiker pro Staffel. Das wäre mein Gedanke. Stimme ich dir zu? Wo hatten wir das? Genau, Staffel 7. Wenn wir noch mal auf Staffel 7 blicken, dann sehen wir als reinen Sänger, Sängerin nur Leslie Clio als Zahnfee. Daniel Donskoy ist Schauspieler, der auch eine Musical-Ausbildung gemacht hat. Bürger Lars Dietrich ist für mich mehr ein Entertainer, heißt also kein Musiker per se. Und ansonsten haben wir Rick Cavanian als Comedian und Schauspieler, Armin Rohde Schauspieler, Felix von Jaschow Schauspieler, Thomas Haju, hier steht Juror und Creative Director. Okay. Jutta Speidel Schauspielerin und Katja Burkhardt Moderatorin. Das war von der Promi-Auswahl die beste Staffel. Das muss man ganz klar so sagen. Das war von der Promi-Auswahl her die beste Staffel. Wenn wir nochmal auf Staffel 6 gucken, würde ich vielleicht so auch dahinter setzen. Bis auf vielleicht nur so ein, zwei Ausnahmen. Janine Michaelsen, Moderatorin. Tscherno Jobatay, Journalist, Moderator. Paul Potts. Bis dahin ja immer noch so die Überraschung, dass er auch so mit dabei war als Tenor, also Profi. Joanna Zimmer, Profi. Rurik Gislason, Fußballspieler. Jasna Fritzi Bauer, Schauspielerin. Nora Tschirner, Schauspielerin. Janet Biedermann, Sängerin. Marc Keller, Schauspieler. Ella Endlich, Sängerin. Also wir haben so gesehen drei Sängerinnen, ein Tenor, also vier Profis insgesamt. Da würde ich Paul Potts vielleicht ein bisschen nur rausnehmen und dann streich noch ein oder zwei Frauen. Dann ist das per se auch eine gute Staffel gewesen, wenn wir ehrlich sind, von der Auswahl. Weil wir auch da Moderator hatten, wir hatten da einen Fußballer, Schauspieler, also fast jede Sparte. Aber Staffel 7 finde ich da immer noch halt einfach am besten. Und deswegen, ja, aber ich stimme dir dazu, ein Profi oder ein Profisänger oder eine Profisängerin oder eben eine Staffel ganz ohne und vielleicht welche, die hobbymäßig singen oder die vielleicht gut singen. Also, ich möchte nur mal kurz sagen, wenn wir uns mal an letzte Staffel erinnern mit Felicitas Woll, da steht nichts mit Sängerin oder dass sie jemals gesungen hat. Sie hat noch nie gesungen und die hat das so grandios gemacht und den zweiten Platz belegt. Also das muss man hier auch nochmal kurz hervorheben. Und manchmal weiß man nicht, Mensch, wie gut kann ich eigentlich singen? Und das ist ja das, was diese Show so ausmacht. So, wir wollen ja aber auch noch hier Kommentare lesen und machen mal weiter. Wir sind jetzt hier beim guten Ed J. Und hier steht ein bisschen mehr. Ich habe es doch schon mal gesagt, aber ich wünsche mir wirklich mehr Synchronsprecher. Ja, stimme ich dir vollkommen zu. Ich gucke sehr viele Serien, deswegen kenne ich mich auch so ein bisschen eben in dieser Materie aus, eben mit Synchronsprechern, fände ich geil. Gerade die können doch ihre Stimmen super verstellen. Verschiedene Emotionen spielen etc. Richtig. Profisänger sind zwar okay, aber dann muss man eben abliefern. Genau. Es entspricht einfach nicht dem Sinn der Show, wenn man nur rumsteht, sofort erkannt wird, trotzdem ins Finale kommt und Masken, die eine Show abliefern, direkt rausfliegen. Deswegen, das ist ja, sag ich mal, unser ganzes Reden. Also, wir erinnern uns an Mystica, steht fast nur rum, oder nehmen wir von mir aus auch Skelett, und andere Masken wie Chili wird in der ersten Show schon demaskiert. Könnte mir zum Beispiel super Santiago Ziesmer, Sven Platte, Peter Flechner. Ich finde es geil, dass du die drei genommen hast. Ich denke, du kennst dann auch mit Sicherheit diese ganzen Videos wie. Oh, warte. Wie ist das? Oh, warte. Wie ist das Format nochmal von Sven Platte? Eine Minute Synchronsprecher, eine Minute Interview. Irgendwie so ähnlich. Ich kenne das von TikTok, weil ich ihm da auch folge. Finde ich sehr geil. Und Peter Flechner, ihr müsst wissen alle, Peter Flechner, mein absoluter Lieblingssynchronsprecher, absolut.
Jede Serie, die ich gucke, und das ist wirklich ungelogen, ich gucke nicht mal in die Vita von Peter Flechtner. Und in jeder Serie, in irgendeiner Folge oder in einer kompletten Serie übernimmt er eine Rolle. Manche Serien gucke ich nur wegen ihm, weil zum Beispiel habe ich 911 wegen ihm angefangen, aber das ist ein anderes Thema. Oder eine absolute Wunschperson von mir ist auch Luisa Wiezorek. Kenne ich auch, spricht, wenn ich, jetzt muss ich kurz überlegen, wen spricht sie nochmal? War das? Oh, ich kann jetzt da in die Disney fallen. Nee, ich war jetzt gerade. Spricht sie nicht Arya von Pretty Little Liars oder irre ich mich da jetzt? Da kann ich mich jetzt erinnern, aber ich kenne auch die ganzen Namen. Oder Claudia Urspat-Minguez, auch geil. Oder auch so Leute wie Vincent Weiss. Ja, die können singen, aber bei Vincent könnte ich mir vorstellen, dass er richtig abliefern könnte in der Performance und das Format auch versteht. Bin ich mir nicht sicher, wenn ich ehrlich bin? Aber kann ich nicht 100% sagen, aber interessant zumindest. Mich stört es genauso wie dich, dass die Jury einfach nicht die richtigen Namen nennt. Genau. Rick hat es teilweise gemacht, finde ich. Also hier mit Pasquale Aliardi zum Beispiel eben. Ja, obwohl es manchmal mega offensichtlich ist und gar nicht anders sein kann. Und am Ende dann doch die richtigen Namen nennt. Es fühlt sich einfach so gespielt an, als sollte man die Namen nicht sagen. Ganz genau. Das stört mich aber nicht irgendwie. Also ich sag mal, bei Ray hat mich das in der Vergangenheit minimal gestört. Bei den Rategästen, denen verzeih ich das. Aber das regt mich vor allem bei Ruth auf. Warte mal. Manchmal. Ah, warte, genau, das habe ich hier. Da. Da habe ich nicht weiter runtergescrollt. Ich gehöre selbst zu der jüngeren Generation und wahrscheinlich auch zu den jüngsten Leuten hier. Ich weiß jetzt nicht, wie alt du bist, aber kann sein. Dadurch kenne ich auch viele Namen nicht, aber dann lernt man die eben durch die Show kennen. Genau, richtig. Was mich aber stört, ist, dass wenn man sagt, dass man jemanden nicht kennt, als dumm bezeichnet wird, kein Allgemeinwissen hätte etc. Man kann nicht jeden Promi kennen, da kommt es auch, wie du eben gesagt hast, auf die Interessen, Alter etc. an. Genau. Ich denke mal. Ich weiß es jetzt nicht, aber ich sag mal so große Namen. Dieter Hallervorden. Als der in Staffel 2 und so war insgesamt, dass ich sag mal, das ist ein großer Name. Uwe Ochsenknecht vielleicht auch, Heiner Lauterbach. Also ich sag mal so die ganz großen Namen. Vielleicht sagt dir auch Christoph Waltz was. Auch finde ich ein großer Name in der Schauspielszene. Also ich sag mal, in jeder Sparte gibt es so eben große Namen, die man eben kennt und dann eben welche, wo es eben, wie du gesagt hast, auf Interessen, Alter etc. ankommt. Da stimme ich dir vollkommen zu. Und das stört mich auch. Das hier ist, finde ich, nochmal ein ganz wichtiger Satz hier. Denn ich finde, Social Media ist manchmal sehr, sehr toxisch, sehr, sehr schlimm und ich finde es dann auch immer so schlimm. Ich sag mal, welche haben sich gewundert, dass ich Pasquale Aliardi zum Beispiel eben nicht kenne oder nicht kannte in dem Sinne. Das gleiche auch Jutta Speidel. Ich kenne welche, die älter sind als Jutta Speidel. Ich weiß jetzt nicht, wie alt Jutta Speidel ist. Jetzt nur eben so an sich. Aber Jutta Speidel an sich, als sie demaskiert wurde, ich saß so da und hab so gedacht, wer ist das? So, wisst ihr, das ist so eben dieses Ding mit dabei. Und dann wird man deswegen kritisiert, weil man jemanden nicht kennt, finde ich auch sehr, sehr schlimm. Sehr, sehr schlimm. Also deswegen, ja, bin ich voll auf deiner Seite. Ja, und dann auch noch hier Antworten von zum Beispiel hier Plagegeist 3040. Vincent ist auch ein guter Name, der, glaube ich, 100% Spaß daran hätte. Kann ich nicht sagen. Ja, vielleicht nein, schwer. Gebt ihm eine Maske mit viel Bewegungsfreiheit und ich sage, er liefert wie Mölly Müller ab. Das glaube ich nicht. Also ersteres würde ich eher glauben als das. Bin ich ehrlich. Dann this. Schreibt dann Jay. Jetzt muss ich hier gucken, genau. Dann
Sebastian LW5QB. Es sollte beim Enttarnen aber ein gewisser Wiedererkennungswert da sein. Und der fehlt bei Synchronsprechern ganz einfach, weil man deren Gesichter so gut wie nie sieht. Es sei denn natürlich, sie arbeiten auch als Schauspieler. Jein. Also ja, ich stimme dir zu, aber sehr viele, und das muss man sagen, haben schon eine öffentliche Präsenz. Weil die auch eben auf gewissen Conventions, auf gewissen Messen auch mit dabei sind. Deswegen sage ich ja, stimme ich dir zu, weil man vielleicht nicht alle kennt, aber auch nein, weil gewisse Leute und gewisse Legenden als Schauspieler kennt man auch eben. Dazu hat dann auch nochmal El Paca geschrieben. 7654. Das Problem dabei ist, dass meistens eben nur offensichtlich ist, wer unter der Maske ist, wenn man den Online-Diskurs zur Show verfolgt. Ohne das wären die wenigsten wohl konstant auf über 50% der Namen gekommen. Für die Leute, die nicht online gucken, würde die Jury das Ratespiel also schon ein bisschen kaputt machen, wenn sie immer einfach den Namen sagen. Dazu kommt, dass gegen Ende, wo der Name eh schon klar ist, immer mehr Auftritte pro Show, pro Maske kommen, wobei das Rateteam jedes Mal wieder Zeit füllen soll, was meistens an dem Zeitpunkt unnötig ist. Ja, aber ich finde, trotzdem sollte man immer zu jedem Auftritt auch was sagen. Ich finde, das sollte so fair aufgeteilt sein, weil zum Beispiel, was mich dann so jetzt in der letzten Staffel auch gestört hat, ist zum Beispiel eben dieser Fakt, dass bei Eisprinzessin, finde ich, manchmal sehr, sehr viel geredet wurde. Und dann wurde zum Beispiel so ein Auftritt von einem Uwe Ochsenknecht, obwohl er zum Beispiel ja enttarnt wurde ja schon, da, sag ich mal, Auftritte nicht hervorgehoben worden. Dass man nicht nur mal gesagt hat, wow, toller Auftritt, und dass man das auch nochmal so hervorhebt. Nein, dann nur Eisprinzessin und wird so hochgepusht. Das ist das, da stimme ich dir zu. Das hat mich ja auch extremst gestört. Das soll fair aufgeteilt sein. Namen nennen, kurz über den Auftritt reden, sagen, es war toll, es war süß, je nachdem, was für ein Lied, was für eine Performance abgeliefert wurde. Und dass das fair aufgeteilt ist. Ja. Dann kommen wir zum nächsten Kommentar hier von Andrew Plays. Ist ja auch immer sehr aktiv mit. Ich bin 20. Ich kenne nicht jeden Promi, aber ich finde, dass das ein toller Weg ist, sich mir vorzustellen. Ich stimme für Masken ab, nicht für Personen. Habe ich auch in meinem Video gesagt, genau. Ich mag Bossos, aber mochte Alien nicht. Nur als es im Finale gegen Skelett ging, stimmte ich für Alien. Guck mal, kann ich vollkommen einfach nachvollziehen. Punkt. Also, wie gesagt, man muss nicht jeden Promi kennen. Manche lernt man kennen. Manche kennt man vielleicht im Gegensatz zu anderen, weil man die gehört hat, weil man durch die Familie vielleicht gewisse Filme, Serien, Shows oder was weiß ich guckt. Und dann kennt man die schon. Und ich sag mal, da kann ich euch nur auch eine Reihe nochmal empfehlen, die auch weitergehen soll, das kann ich schon mal sagen, denn The Masked Singer Datenbank soll weitergeführt werden. Und da lernen wir auch viele Namen kennen. Und ich möchte mit euch da viele Namen auch einbringen, dass wir diese ganzen Bilder auch schon in, sag ich mal, eben in den Ordnern haben. Deswegen, ich kann euch nur diese Reihe empfehlen. Guckt sie euch an. Und vielleicht fallen euch da zu diesen einzelnen Themen wie Profisänger, Profisängerinnen, Schauspieler, Schauspielerin vielleicht auch noch Namen ein. Dann könnt ihr gerne die Namen auch in die Kommentare schreiben. Dann hat hier Masterwelt geschrieben. Schaut doch mal die Masken aus der Schweiz Staffel 4 an. Wäre cool, meine Lieblingsstaffel der Schweiz. Das wird noch kommen. Das ist notiert, das wird noch kommen. Dann schreibt Joel, der Song von Tim Bensko ist nur noch kurz die Welt retten. Einmal um die Welt ist von Crow. Stimmt, da habe ich mich versehen mit dem Liedtitel, das stimmt. Aber ich bin ehrlich, ich höre jetzt auch nicht viel deutsche Musik, auch wenn ich glaube ich beide Lieder kenne. Aber ja, da bin ich mit den Songs durcheinander gekommen. Jetzt ein toller Kommentar, da mache ich schon mal so, von Magni409. Perfekt wäre es, wenn bei The Masked Singer ein Musiker
4 Schauspieler, 2 Komiker, ein Sportler und ein Koch dabei wären, dann wäre es wirklich eine starke Staffel. Mein erster Kommentar, meine Antwort, Tim Raue wäre echt genial. Ihr müsst wissen, das hat letztes Jahr, jetzt muss ich ja schon sagen, letztes Jahr, genau, das hat letztes Jahr angefangen. Ich habe The Taste angefangen und für mich lieben gelernt. Und deswegen so mein erster Kommentar halt eben dazu, Tim Raue. Tim Raue, so, ich sag mal so, dieser korrekte Kerl, dem man sowas überhaupt nicht zutrauen würde, bei The Masked Singer, ich sag's, wie es ist, ich würde diese Demaskierung so feiern. Falls ihr das nicht kennt, The Taste, Kochsendung auf Sat 1, tolle Sendung, tolle Leute mit dabei, kann ich euch nur empfehlen, guckt euch das sonst sehr, sehr gerne mal an. Das ist sehr, sehr cool. Dann schreibt Magni dazu auch noch hier, oder Frank Rosin, oder, und jetzt nochmal so ein richtig geiler Kommentar von mir auch hier, oder stell dir den guten Alexander Herrmann unter einer Maske vor, das wäre ein Bild für die Götter. Tim Rau und Alexander Herrmann, ich sag's, wie es ist, die beiden unter einer Maske, das wäre so genial einfach. Dann kommen wir zum Kommentar hier von Mask Fandom. Ich denke nicht, dass TMS sich jetzt Influencer holt. Vielleicht mal eine, die man auch kennt, aber mehr nicht so. Hoffe ich. Also das hoffe ich. Ich sag mal, man kennt natürlich gewisse Influencer. Ich hoffe aber nicht, und das, da bin ich ehrlich, ich hoffe nicht, dass die sich dann welche holen, die, wie sag ich das, die in irgendeiner gewissen Weise negative Schlagzeilen oder polarisierend sind. Also, ich möchte nicht, meine Meinung, ich möchte da jetzt kein 24 Tim, Anne Wünsche oder wie diese ganzen heißen oder die irgendwie bei Promi Big Brother waren, so wie diese Paulina Jubias oder wie sie heißt. Das sind für mich welche, die gehören nicht in so eine Sendung. So eine Dagi B, die ja auch schon mal zum Beispiel unter einer Maske vermutet wurde, wäre mal interessant, wenn wir ehrlich sind. Also großer Name, oder wenn wir so Influencer oder mehr so YouTube-mäßig unterwegs sind, habe ihn damals in der ersten Show vermutet, stellt euch mal einen Gronkh vor. Stellt euch vielleicht mal einen Peter Smits von Pete's Meat vor. Es müssen aber auch Namen sein, die man kennt, weil vielleicht ein Tobinator, ein Sepp von Pete's Meat oder Jay von Pete's Meat sind jetzt nicht so in aller Munde. Knossi hingegen schon. Bei Knossi bin ich mir jetzt nicht aber so sicher, ob ich ihn da unbedingt haben möchte, wenn ich ehrlich bin. Ja. Aber das fände ich auch interessant, auf jeden Fall. So. Dann hat Corinna hier geschrieben, als haben wir einen Kommentar geschickt, du weißt, dass deine, die Kommentare sind wieder raus. Ich weiß nicht, wo die Kommentare dann hin sind. Ja, manche werden rausgefiltert, wenn man irgendwie gewisse Sachen schreibt, wie gewisse Wörter, die rausgefiltert werden. Das ist aber leider ein bisschen normal bei YouTube. Wegen Spam und so. Aber das war kein Spam, aber ich weiß nicht, wo die sind. Dann haben wir The Creeping Snake 89. Das Format bräuchte für mich generell eine Konzeptüberholung. Show auf 1,5 bis 2 Stunden kürzen. Maskierte Sänger in 2 Gruppen einteilen, sodass man die Masken nur jede zweite Woche erstmal sieht bis zum Halbfinale. Fände ich persönlich die beste Lösung, um dieses Format einen neuen Schwung zu geben. So, da habe ich auch schon so überlegt, so von wegen, wie genau meinst du das? Also Show kürzen? Okay, könnte man machen. Maskierte Sänger in 2 Gruppen einteilen. Ich denke, du willst so ein bisschen ja auf das amerikanische Konzept hinaus. Da wäre ich aber auch für, dass man das so macht, dass es eine Show gibt, wo vielleicht alle singen. Dann geht die Show zwar länger, aber wo alle singen und man alle Masken kennenlernt. Und dass man vielleicht dann einer gewissen Maske ein Vote geben kann, wer schon in Show 3 kommen kann. Und dann in Show 2 oder in Show 4, sagen wir von mir aus. Und in Show 2 singen dann, sagen wir jetzt mal, 5 Masken. Und in Show 3 auch 5 Masken. Und davon kommen immer 4 weiter.
oder drei von mir aus, und dass es dann vielleicht nochmal auch so eine Art Duell gibt. Also man kann sehr weit ausholen, es muss halt nur übersichtlich sein. Weil ich bin ehrlich, ich kenne jetzt auch nicht das amerikanische Konzept ganz auswendig, wie das da alles genau funktioniert. Aber ja. Dann. Und weg mit einer festen Jury und diesem blöde Getue. Jury muss deutlich zurückgestuft werden. Die nehmen einfach zu viel On-Air-Time ein. Geht. Geht. Also ich sag mal, man sieht die ja immer zwischendurch. Und die reden dann immer nach dem Auftritt. Ansonsten reden die ja nicht. Klar, vielleicht nur mal so kurz vor dem Auftritt. Bevor ja dann der Auftritt immer losgeht. So von wegen, Mensch, das sieht ja cool aus. Und dann flüstern die ja. Finde ich immer irgendwie ja ganz cool, wenn ich ehrlich bin. Ja. Aber jedenfalls erstmal dazu. So, ich kann mal kurz gucken. Da, der letzte Satz. Und mehr Abwechslung. Alles ist so auf Blümchensex getrimmt. Alles sehr poppig, balladig, mainstreamig. Mehr Variabilität in den Genres wäre auch nicht schlecht. Sportler, Comedian und Influencer sind zum Beispiel selten im Verhältnis. Sportler, ja, zurückgegangen. Wir hatten schon Sportler bei The Masked Singer. Wenn dann immer nur ein, bei The Masked Singer in den USA lese ich da dann irgendwie Rugby-Spieler, Basketballer, NBA oder was weiß ich, wer da dann mit bei ist. Comedian auch jetzt etwas länger nicht. Gut, Rick Cavanian war jetzt ja zum Beispiel. Influencer, habe ich auch schon eben so was drüber gesagt. Ich stimme mir nur in dem Punkt zu, ich würde auch mehr Genres hören. Klar, ich liebe Balladen und ich möchte auch Balladen haben, so ist es nicht. Aber wir hatten damals von Sascha als Dinosaurier in Show 1 Dynamite von BTS gehört. Und ich will jetzt nicht unbedingt nur BTS hören bei The Masked Singer, aber warum nicht nochmal ein BTS oder insgesamt ein Korean Song, also aus der K-Pop-Szene? Warum nicht ein Rap? Warum traut sich keiner irgendwie an einen Rap? Muss ja kein schneller sein. Es gibt ja auch Rap-Lieder, die langsamer sind. Rock-Lieder, Reggae-Lieder, 80er, 70er. Du hast da sehr, sehr viele Möglichkeiten. Ich stimme dir zu. Ich finde manche Songs, wenn man sich die Songs anguckt, die gesungen werden. Ich werfe jetzt nur mal kurz einen Blick jetzt nochmal auf die 9. Staffel und die Songs. Da haben wir zum Beispiel Jar of Hearts von Christina Perry. The Heat Is On kannte ich nicht. Eye of the Tiger, so Rocksong. Love Is in the Air, auch tolles Lied. Love Runs Out, etwas moderner. I Want You Back, schon etwas älter. Dann Ico von James Sugarboy Crawford und Coldplay The Scientist. Da hast du, sag ich mal, es ist so ein bisschen eben ausgewogen. Auch Show 2 eigentlich, She's Like the Wind, eher etwas älter, I Love It, mehr moderner, No Limit, You Can Touch This, Still Haven't Found What I've Been Looking For, It Wasn't Me, Uptown Funk, Unstoppable. Du hast gefühlt aber, und das muss man sagen, von der Prozentanzahl mehr so Lieder ab, ich sag jetzt mal 2000 bis heute. Warum nicht Reggae-Lieder, warum nicht mehr Poplieder, 70er, 80er, Soul-Songs, Reggae-Songs. Wünsche ich mir auch mehr. Da stimme ich dir vollkommen zu. So, wir haben noch ein bisschen. So, dann hast du noch selbst darauf geantwortet. Und dass diese Show nur auf Kinderhumor aus ist, finde ich extrem schade. Alles muss übertrieben süß, niedlich und generisch sein. Gehört mit dazu. Muss nicht übertrieben sein, aber gehört mit dazu. Aber das ist für mich kein Kinderhumor, wenn eine Maske süß oder niedlich ist. Also, wenn wir zum Beispiel Lulatsch sehen. Lulatsch ist, finde ich, süß, ist plüschig. Und das ist für mich okay. Du brauchst ja auch bei den Maskenvariabilität. Ich hätte zum Beispiel gerne mal wieder so eine etwas bösere Maske wie der Wolf Dame. Doch, Wolf. War doch Wolf, oder? Nee. Werwolf, genau, Werwolf. Ich wollte gerade sagen, nee, Wolf klingt falsch. Werwolf mit Birger das Dietrich. Die Sendung ist sowas von auf Familien und Kindern abgestimmt. Es ist ja auch eine Unterhaltungssendung, die ja auch Kinder oder Familien auch eben gucken können. Es sollte nicht nur dafür abgestimmt sein.
Allgemein, es muss einen Rahmen haben. Und dieses unauthentische, rumgefakte Getue tut der Show auch nicht gut. Wobei das generell ja ein Hauptproblem von Live-Formaten im TV leider ist. Ja. So, dann kommen wir noch zu den letzten beiden Kommentaren. Ich weiß, ob ich beide raufkriege. Nee, kriege ich nicht. Einmal von Yannick Neuhaus, 7570. Meine Meinung ist, warum können Sie nicht Stimme verstellen? Es gibt viele, die gut sind, aber auch nicht. Sonst kennen wir uns. Wer unter der Maske ist und Maske muss gut aufsetzen, nicht so wie Kiwi. Naja, wenn man richtig zugehört hat, dann wissen wir, es war ja ein Missgeschick ja von der Produktion selbst, was man nicht eingeplant hat. Der Hut sollte nur abfallen und der ging nicht ab, deswegen hat man fester gezogen. Dann lieber lassen, da stimme ich zu, aber die Maske war ja gut aufgesetzt. Nur wenn der Hut nicht abgeht und die ziehen, ja, dann Friede, Freude, Eierkuchen. So, und Tina KK, Sänger sind nicht geschult im Stimme verstellen. Musical und Schauspieler schon zu 90% wegen ihres Arbeitsumfelds. Ja, aber da kommen wir zu diesem Punkt, was ich auch vielleicht gesagt habe, dann einen Sänger dazu holen, der auch, ich drücke das jetzt mal so aus, die Eier und den Mut dazu hat, die Stimme zu verstellen. Wie gesagt, wir hatten in der Vergangenheit einige, die das auch gut gemacht haben. Sascha hat das eigentlich auch, finde ich, gut gemacht. Alexander Klaas ja auch. Aber es geht mir eben darum, dass man sich traut. Ella Endlich. Für mich Ella Endlich finde ich eigentlich somit auch das größte Beispiel, weil ich finde, Ella hat das auch eigentlich echt gut gemacht mit dem Stimme verstellen als Profisängerin. Im Gegensatz zu anderen Sängerinnen, die man vielleicht schnell erkannt hat und trotzdem irgendwie sehr weit gekommen sind, stimme ich dir vollkommen zu. So, weil man da in unterschiedlichen Rollen schlüpft, die können auch perfekt den maskulinen Charakter geben. Am besten sind Sänger mit ausgebildeter Stimme, die dann ein anderes Genre singen oder Fremdsprachen können und dann in anderen Sprachen sprechen können. Muss nicht unbedingt gegeben sein, ich sag nur Tom Beck. Also ja, Schauspieler, aber ist jetzt nicht per se ein Profisänger. Er singt auch, ja, aber ist jetzt per se nicht der Profisänger. Ich weiß jetzt nicht, was Tom Beck studiert hat, wenn ich ehrlich bin. Aber wir erinnern uns auch an Rick Cavanian. Schauspieler und hat Italienisch gesungen. Genauso Daniel Donskoy. Sind aber jetzt nicht die Profisänger. Also deswegen einfach sich auch trauen. Und Alec Völker hat Italienisch gesungen. Ja. Rick Cavanian hat Italienisch gesungen. Nora Tschirner hat Türkisch gesungen. Hat Italienisch gesungen. Also deswegen, du musst dich auch darauf einlassen. Und wenn du das nicht kannst als Promi, gehörst du für mich dann nicht in die Sendung. Also nicht das mit den Sprachen, sondern sich auf dieses, sag ich mal, auf dieses Projekt einlassen. Das ist, finde ich, so eben der größte Hauptpunkt. Meine Lieben, das waren eure Kommentare hier zu meinem Video. Ich werde nicht weiter darauf reagieren, wenn ihr jetzt meint, oh, ich kommentiere jetzt da noch. Ich wollte aber trotzdem mit euch nochmal so insgesamt darüber reden und wie toll ich eure Kommentare finde, dass ich euch da natürlich auch viel zustimme. Manche Punkte ja, manche Punkte nein. Aber auf jeden Fall, ja, so viel dazu. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn dem so ist, dann zeigt es mit einem Daumen nach oben. Vergesst nicht zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren. Und wir sehen uns dann zu einem neuen Special-Video. Gerne hier dann wieder zu oder auf meinem Kanal. Ja, und bis dann bleibt mir noch zu sagen, euch einen schönen Tag und Anpfiff ab, Pfiff Tor. Ciao, liebe Top-Familie und Singer-Fans da draußen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss.